Hallo, dieses Video handelt über das Thema, es gibt beliebig große Primzahllücken. Das ist ein beliebter Beweis aus der Zahlentheorie und Arithmetik, GHR, Grundhauptschule und Realschule. Zunächst einmal sprechen wir darüber, was überhaupt eine Primzahllücke ist. Das sind Bereiche, zwischen denen keine Primzahlen vorkommen. Zum Beispiel zwischen 13 und 17 kommen keine Primzahlen vor, denn die 14 ist keine, die 15 ist keine, die 16 ist keine. Primzahlen sind grundsätzlich sehr unregelmäßig verteilt. Man kann hier keine Gesetzmäßigkeiten, wie sie verteilt sind, feststellen. Aber man kann hier feststellen, wo es keine gibt. Und das handelt der Beweis darüber. Dieser Beweis zeigt, wie eben Primzahllücken gebaut werden können. Beweis. So zunächst mal zu der alternativen Behauptung. Hierzu ist, zu jedem n aus n, und wenn es noch so groß ist, gibt es eine Primzahllücke der Größe n. Das heißt, mindestens n aufeinanderfolgende Zahlen, die keine Primzahlen sind. Dazu betrachten wir zunächst mal a gleich n plus 1 Fakultät. Wie zum Beispiel für n gleich 6 wäre dann a gleich 7 Fakultät. Das wären 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Für die Leute, die sich mit Fakultäten nicht so gut auskennen. Schauen wir uns dann mal dazu an, die Zahl A2, N-Fakultät plus 2. Also 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 plus 2. Leicht kann ich denn feststellen, weil ja die 2 hier sowohl hier als auch hier auskommt, dass wir hier die 2 nach dem Distributivgesetz ausklammern könnten. Das heißt also hier, das könnte man natürlich auch für die 3 machen, für die 4 machen und so weiter und für die n plus 1 machen. Deshalb kann ich ja sagen, ist durch 3 teilbar, ist durch 4 teilbar, ist durch n plus 1 teilbar. Das sind dann n aufeinanderfolgende Zahlen, die keine Primzahlen sind. Zum Beispiel 7 Fakultät plus 2, 5042, ist durch 2 teilbar und so weiter. Kann man hier alle gerne mal ausrechnen, wer es nicht glaubt. Das kann man sozusagen mit jedem n machen. Und weil es ja für jedes n zulässig ist, gibt es beliebig große Primzahllücken. Ich kann mir ja ein riesengroßes n ausdenken und dann habe ich eine Primzahllücke der Größe n. Mindestens n aufeinanderfolgende Zahlen, die keine Primzahlen sind. Und das kann ich ja beliebig groß machen, sofern ich mein N-Fakultät natürlich ausrechnen kann, was so manchmal das große Problem ist bei diesen Zahlentheorie-Sachen. So, hat Ihnen dieses Video gefallen? Fehlt Ihnen irgendetwas daran? Und was könnte man ohne großen Aufwand besser machen? Nein, falls Sie mehr davon sehen möchten, lassen Sie ein Abo da. Vielen Dank!